wenn sich jemand dafür interessiert, wie das Studieren, das Hebammenstudium an der FH in Krems ist, vielleicht kennen Sie die Dokumentation, vielleicht haben Sie sie auch über unsere Homepage schon entdeckt. Es wurde 2019/20 in einem Jahr Arbeit eine wunderbare Dokumentation, nicht über den Hebammenberuf, sondern über das Hebammenstudium bei uns gedreht. Und zwar so, dass die Frau Berghammer, die selber von ihrem Grundberuf her Hebamme ist und dann auch noch Filmemacherin geworden ist, dass sie aus Interesse an der Ausbildung ein Jahr mit uns hier quasi verbracht hat und sowohl im Unterricht und in den fachpraktischen Übungen als auch natürlich im Praktikum gefilmt hat. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie dazu kommen können, zu diesem Film, ich habe Ihnen da noch den Link dazu reinkopiert. Spannend ist daran, dass es quasi wirklich diese ganzen Herausforderungen, die Höhen und Tiefen, das Besondere an diesem Studium sehr, sehr gut herausgebracht hat und auch damit sehr deutlich wird, was das für ein besonderer Beruf ist, den wir ausüben, wenn wir diese Ausbildung einmal durchlaufen haben. Und dadurch, dass Karin selbst Hebamme ist, ist ihr das aus meiner Sicht besonders gut gelungen. Hier sind noch ein paar so Screenshots direkt von mir selber aufgenommen, direkt in unseren sogenannten Health Labs, wo wir praktische Übungen machen und wo wir hier in einem Rollenspiel eine Situation nachgestellt haben und komplementierend sozusagen noch zwei Bilder, die aus dem Film entnommen sind und die ich aus der Website vom Film kopiert habe. Das ist so dieses Spannungsfeld, in dem sich die Hebammenstudierende befindet. In dem Fall sind das natürlich jetzt dann Ausnahmen aus dem Praktikum, aus dem Krankenhaus. Ja, und dann sind wir schon bei unserem Thema. Die Leopoldschen Handgriffe, manualdiagnostische Maßnahmen. Was heißt manualdiagnostisch? Also Maßnahmen diagnostischer, die wir mit unseren Händen durchführen können. Zur Beantwortung der Frage, wie liegt das Kind in der Gebärmutter? Und macht natürlich Sinn, ganz vorab einmal die Frage zu beantworten, wieso denn Leopoldsche Handgriffe? Wie ganz, ganz viele Handgriffe, Manöver, Maßnahmen in der Geburtshilfe sind diese mit den Namen der Erfinder, und leider Gottes muss man es fast nicht gendern, weil die meisten Erfinder irgendwelcher Handgriffe waren Gynäkologen eigentlich hauptsächlich, der vorherigen Jahrhunderte. Einer davon eben Gerhard Leopold, ein deutscher, sehr berühmter deutscher Gynäkologe und Geburtshilfe im Ende des 19. Jahrhunderts. Er war Professor an der Uniklinik in Leipzig und als solcher auch Leiter der Hebammenlehranstalt, also Hebammenschule. Und die Hebammenlehranstalt in Leipzig war zu dieser Zeit die führende in ganz Deutschland, also die Hebammen, so wie heute Krems, so die Hebammen, die dort ausgebildet worden sind, die konnten dort wirklich was. Der Herr Dr. Leopold hat sehr viel geforscht und in seiner Zeit war ja die Frage, wie liegt das Kind und passt das Kind durch das Becken? Eine, die möglicherweise zwischen Leben und Tod der Mutter der Frau entschieden hat, weil zu der Zeit der Kaiserschnitt nicht so wie heute einfach eine Maßnahme ist, die man einfach machen kann, wenn es nicht anders geht, sondern da musste man sehr, sehr genau schauen, wie das Kind liegt. Und vor allem hatten die Frauen damals sehr häufig Rachitis, die dazu geführt hat, dass das Becken auch platt verengt war und potenziell das Köpfchen da nicht unbedingt durchgepasst hat. Deswegen hatte er sich sehr, sehr viel mit diesen Maßnahmen beschäftigt und hat eine ganze Reihe an Handgriffen erfunden damals. Es tut mir leid, dass ich so viel husten muss. Aber das ist jetzt einfach so. Und die werde ich Ihnen heute ein bisschen vorstellen. Was ist es? Es ist ein quasi Abtasten, ein mit den Händen Befühlen des Leibes, der Schwangeren, also der Gebärmutter, des schwangeren Bauches. Die Schwangere ist dabei im Liegen, das heißt, sie liegt nicht unbedingt in Rückenlage, aber leicht seitlich. Und als manualdiagnostische Maßnahme ist sie eben schon tatsächlich in die Jahre gekommen. Also über 100 Jahre alt und gibt sehr, sehr viele sehr wichtige Informationen über die Mutter und über das Kind, unter anderem eben über die Größe und die Lage des Kindes, über das Verhältnis des Beckens und des kindlichen Köpfchens, also das Schädel-Becken-Verhältnis. Und sehr spannend daran ist, dass es bis
heute ein ganz üblicher Bestandteil der Hebammenarbeit ist, sowohl in der Schwangerenvorsorge verwendet als auch unter der Geburt. Warum sage ich bis heute? Das kann ich Ihnen beweisen. Wir haben auch 2019 die erste deutschsprachige übrigens Leitlinie zur Betreuung gesunder schwangerer Frauen herausgebracht. Das österreichische Hebammengremium hat sich mit ein paar wissenschaftsaffinen Hebammen, zu denen ich unter anderem zähle, daran gemacht, Evidenzen für in der schwangeren Vorsorge wichtige Untersuchungen gemacht und hat da Leitlinien gefunden, in denen diese wesentlichen Empfehlungen zusammengefasst sind. Und eine dieser Empfehlungen, und ich habe sie Ihnen Wort für Wort rauskopiert aus dieser Leitlinie, lautet so, nämlich, dass die Lagebestimmung des Fötus mittels Ultraschall und oder Palpation, und da sprechen wir eben von den Leopoldschen Handgriffen, des Abdomens in der 36. Schwangerschaftswoche oder später erfolgen. Also warum in der 36., Sie wissen vielleicht, dass eine physiologische Schwangerschaft in etwa 40 Wochen dauert und ab der 36. Schwangerschaftswoche ist es halt dann schon so, dass die Kindeslage zur Geburt relativ schon fixiert sein sollte, beziehungsweise ist das Kind nicht in einer regelrechten Lage, wäre das ein Zeitpunkt, wo man was unternehmen sollte. Ich rede jetzt von der Steißlage oder Beckenendlage. Und ab, also um die 36. sollte das erfolgen und ab der 26., also in etwa Mitte der Schwangerschaft, ab dann wäre es immer wieder sinnvoll, auch bei den schwangeren Vorsorgeuntersuchungen, sprich routinemäßig, die Leopoldschen Handgriffe durchzuführen, um festzustellen, wie liegt das Kind, wie groß ist das Kind, wie viel Fruchtwasser ist da und auch zum Beispiel, wie kontraktionsaffin ist der Uterus, ist die Gebärmutter zu diesem Zeitpunkt schon. Und warum ab der 36. Woche die Leopoldschen Handgriffe sehr, sehr essentiell sind, auch natürlich dann, wenn die Frau zu Geburtsbeginn wehend ins Krankenhaus kommt, ist, weil die Lage des Kindes in der Gebärmutter von sehr großer Bedeutung ist für den Geburtsmodus, für die Art und Weise, wie das Kind dann auf die Welt kommen kann. Dazu braucht es jetzt von meiner Seite einen kurzen Exkurs zum Thema, wie ist ein Kind in der Gebärmutter positioniert, und der eine Grundbegriff, die anderen, mit denen beschäftigen wir uns hier und jetzt nicht, ist die Lage des Kindes. Und die Lage, wenn Sie sich das anschauen, okay, ja, ganz klar, wie liegt das Kind, was ist die Lage? Die Lage kann sein, und Sie sehen das jetzt ganz genau, einmal eine Längslage, wobei Längslage, das heißt Längsachse des Kindes und Längsachse der Mutter sind eine Linie. Es gibt trotzdem zwei Differenzierungen, wenn man sich die Längslage des Kindes anschaut, in der Gebärmutter. Und die eine, die wir gerne haben wollen, ist die regelrechte Schädellage, nämlich das Köpfchen des Kindes ist zum Geburtstermin im mütterlichen Becken. Und die andere, es ist zwar auch längs das Kind, aber es ist nicht, wie es quasi sein sollte, das Köpfchen im Becken, sondern der kindliche Steiß, also der Popo ist im Becken. Dann reden wir von Beckenendlage und Steißlage. Und wie Sie vielleicht wissen, sind beide Längslagen, sowohl die Schädellage als auch die Steißlage, geburtsmögliche Lagen, also Lagen, in denen eine vaginale Geburt durchaus stattfinden kann. Wobei die Beckenendlage sehr häufig und in den letzten Jahren auch häufiger als früher durchaus auch als eine Indikation für den Kaiserschnitt angesehen wurde. Und viele Frauen, die nur aufgrund einer Steißlage dann einen Kaiserschnitt bekommen haben, einfach damit leben mussten, dass das so war. Und obwohl es, wenn man weiß, wie man das macht, auch durchaus aus Beckenendlage bei bestimmten Voraussetzungen eine Spontangeburt möglich ist. Nicht spontan möglich, und ich glaube, das können Sie sogar einfach an der Skizze sehen, ist eine Geburt, wenn das Kindchen quer liegt oder wenn es schräg liegt und dich im Laufe der Geburt nicht irgendwann auf gerade, also auf längs dreht. Ein Kind, das aus irgendwelchen Gründen in Querlage ist, das ist eine absolute Sektio-Indikation, und auch bei einer richtig vertrackten Schräglage ist das nicht anders. Und schon alleine deswegen müssen wir wissen,
ist eine Spontangeburt möglich oder nicht? Und das ist mal die erste Frage, ob es eine Längslage ist. So soll das Kind liegen. Sie sehen jetzt auf den zwei Skizzen, einerseits sehen Sie einfach mal die Gebärmutter mit den sie durchblutenden Gefäßen. Und auf dem linken Bild sehen Sie nicht, wie das Kind liegt. Und auf dem rechten Bild sehen Sie es ganz, ganz genau so, wie es sein soll, zu Geburtsbeginn oder vor Geburtsbeginn. Das kindliche Köpfchen ist im Becken, das, was ein bisschen ausschaut wie ein zu lang geratenes Hühnerei da vor dem kindlichen Köpfchen, das ist die Symphyse, also unser Schambein, und das kindliche Köpfchen muss quasi da bei der Symphyse vorbei durchpassen. Was Sie da rundherum sehen noch, ist die Blase, die Harnblase, und das kindliche Köpfchen, wenn es da durchpasst und sich dann im weiteren Geburtsverlauf dreht, dann steht eine Spontangeburt nichts im Wege, und da braucht es eben als Voraussetzung eine Schädellage, die regelrechte Lage des Kindes unter der Geburt ist. Was kann man jetzt also mittels dieser Leopoldschen Handgriffe alles erfassen und erheben? Man kann feststellen, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, also in der wievielten Schwangerschaftswoche, dass die Frau sich befindet. Es gibt sogar Normmaße für wie hoch die Gebärmutter in etwa, orientiert am Nabel zum Beispiel, in etwa wie hoch die Schwangerschaft, also wie hoch der oberste Teil, der oberste Rand der Gebärmutter, der Fundus uteri, in welcher Schwangerschaftswoche sein kann oder sein soll. Das heißt, ich kann mal sagen, okay, die Frau befindet sich in der 26. oder in der 30. oder circa in der 35. Schwangerschaftswoche oder auch in der 40. oder in der 38. Ich kann definitiv, und das ist so ein Hauptthema der Leopoldschen Handgriffe, feststellen, ob das Köpfchen unten, also im mütterlichen Becken, verankert ist oder ob das Steiß im mütterlichen Becken ist. Und ich kann natürlich auch feststellen, ob das Kind schräg oder quer liegt. Und selbst wenn ich schon festgestellt habe, das Köpfchen des Kindes ist im Becken, kann ich nochmal spezifizieren, wie hoch über dem Beckeneingang das kindliche Köpfchen sich befindet oder wie tief es schon ins kleine Becken eingetreten ist. Jetzt kann ich, da das Kind, wenn es in das mütterliche Becken eintritt, mit seinem Köpfchen quer ins Becken sich hineinbewegt, ist es so, dass es nicht, dass der Rücken des Kindes, wenn der Kopf quer ist, ist der Rücken nicht vorne oder hinten von der Mutter aus gesehen, sondern da tritt das kindliche Köpfchen quer ins Becken ein, und ich gehe jetzt nochmal zurück, dass Sie das gut sehen auf dieser Folie, dann ist der Rücken des Kindes auf einer Seite der Mutter. Je nachdem, von welcher Seite her sich das Kind ins Becken hineinbewegt, ist der Rücken des Kindes entweder links auf der linken Seite der Mutter oder auf der rechten Seite der Mutter. Und auch das kann ich mit den Leopoldschen Handgriffen, Sie werden es dann vielleicht ein bisschen besser erklärt finden, wenn Sie die Skizzen sehen. Auch das kann ich ja anhand des zweiten Leopoldschen Handgriffs in dem Fall feststellen. Ich kann über das Erfassen der kindlichen Größe und der Ausdehnung des Kindes in etwa auch eine Gewichtsschätzung machen. Das ist jetzt nicht was, was man im ersten Semester so unbedingt ganz einfach zusammenbringt. Aber durchaus mit viel Erfahrung dann auch in etwa so gut wie der Ultraschall, der ja auch seine plus minus 400 Gramm oder so in etwa hat. Über den Druck und die Spannung im Uterus kann ich sogar gut feststellen, wie viel Fruchtwasser in etwa vorhanden ist. Und ich kann feststellen, ob die Gebärmutter schon wehenbereit ist oder eben noch nicht wehenbereit. Und zwar deswegen, weil durch diese taktile Berührung das Myometrium, die Uterusmuskulatur, normalerweise, also wenn die schon wehenbereit ist gegen den Geburtstermin hin, ist es so, dass die Gebärmuttermuskulatur sich schnell dazu tendiert, sich zu kontrahieren. Das löst jetzt keine Geburt, aber das ist zumindest mal eine Reaktion. Und wenn das der Fall ist, wenn die Gebärmutter fest kontrahiert ist, dann kann ich eigentlich nicht mehr weiter untersuchen mit meinen Leopoldschen Handgriffen, weil die Uterusmuskulatur dann so fest ist, aber ich weiß, die Gebärmutter ist schon wehenbereit oder eben auch noch nicht. So, wir sind noch immer nicht so weit, auch wenn Sie schon sehr ungeduldig warten, darauf endlich diese Leopoldschen Handgriffe zu sehen. Und jetzt kommt eigentlich ein Teil, der für mich essentiell wichtig ist, nämlich der, dass wir nicht, wenn wir jetzt Leopoldsche Handgriffe oder sonst irgendeine Maßnahme machen, so rangehen, dass wir sagen, guten Tag Frau Meier, ich bin die Frau Rakosch und wir machen jetzt die Leopoldschen Handgriffe, weil ich möchte wissen, wie Ihr Kind liegt, sondern unsere Aufgabe ist es absolut,
die Frau, ohne dass ich Hand anlege oder schon im Tun bin, darüber informiere, was ich plane zu machen, welche Art von Untersuchung ich machen möchte. Da geht es ja jetzt nicht nur um die Leopoldschen Handgriffe, da geht es um Blutdruckmessen, da geht es um Harnstreifen machen, da geht es um eine vaginale Untersuchung vielleicht, vielleicht um einen Abstand von Symphysen-Fundus-Abstand, um einen Bauchumfang, um ein Gewicht, um was auch immer, ein CTG. Ich muss informieren, was ich plane. Ich muss der Frau eine Begründung nennen, warum ich das machen möchte. Und ich bin auch verpflichtet zu sagen, was es für Alternativen gibt. Und es gibt immer Alternativen. Bei den Leopoldschen Handgriffen wäre die Alternative zum Beispiel ganz simpel der Ultraschall. Aber auch bei anderen Untersuchungen gibt es auch Alternativen. Und wenn es sonst keine Alternative gibt, gibt es noch immer die Alternative der Nicht-Untersuchung. Also wenn eine Frau aus einem Grund keine Blutabnahme will, dann ist die Alternativuntersuchung einfach, keine Blutabnahme zu machen. Wenn die Frau sich das angehört hat, wenn sie uns verstanden hat und wenn sie ihr Einverständnis gibt, dann warte ich dieses Einverständnis ab und dann kann ich starten. Und es ist tatsächlich so, dass es erforderlich ist, ihre Wahl zu respektieren und zu akzeptieren und nicht quasi irgendwie beleidigt von dannen zu ziehen, weil die Frau nicht möchte, dass man ihr Leopoldsche Handgriffe macht. Sie muss das nicht machen lassen. Es macht Sinn, die allermeisten Frauen sind sogar sehr angetan davon, aber es muss nicht sein und ich weiß nicht, was für die Frau gut ist, sondern das weiß sie selber und meine Aufgabe ist, sie zu fragen. Auch das ist etwas, wo ich Ihnen unsere Leitlinie dazu zitieren möchte, weil das was ist, was sich in allen Leitlinien, wo es um Schwangerenvorsorge oder auch um Geburt geht, wiederfindet, nämlich die frauenorientierte Betreuung und die informierte Entscheidungsfindung. Das bedeutet die Zeiten, wo man einfach irgendwo reinkommt in eine Gynambulanz oder in einen Kreißsaal und es wird getan. Die sind vorbei und die sollten definitiv vorbei sein. Unsere Aufgabe ist, verständlich Informationen zu vermitteln. Wenn das in der deutschen Sprache nicht so gut geht, dann brauche ich sogar zusätzliches Material, irgendwelche Bilder oder sonst irgendwas, je nachdem, um was für ein Thema es geht. Es sollen Informationen vorhanden sein, die auf Evidenzen beruhen, das heißt, die aktuell und wissenschaftlich fundiert sind. Und es sollten quasi auch noch ausführlichere Erklärungen folgen, wenn die Frau das gerne möchte. Und es soll immer auch die Möglichkeit geben, nochmal dazu Fragen zu stellen. Das heißt, ohne das gibt es keine Leopoldschen Handgriffe und auch sonst nichts. Das ist die Grundlage, diese informierte Entscheidungsfindung ist die Grundlage der gesamten Hebammenarbeit und der gesamten Betreuung durch Hebammen. Und es ist unwichtig, ob es sich dabei um therapeutische oder diagnostische Maßnahmen handelt, bedeutet, bevor etwas passiert, gibt es Kommunikation und Information. Also Kommunikation und Information vor Aktion. Es gibt da ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen dieses frauenorientierten Betreuungsschemas. Das nennen wir Informed Choice, Informed Consent, Shared Decision Making. Auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Das sind ein bisschen unterschiedliche Approaches nochmal zu dem Thema. Aber grundsätzlich ist der Zugang der zuerst die Information. Und dann sind wir endlich dort, wo wir dann die Leopoldschen Handgriffe hoffentlich machen dürfen. Was Sie hier sehen, ist einfach die Haltung der Hände beim ersten Handgriff nach Leopold. Was der macht, ist irgendwie sich entlang des schwangeren Bauches, entlang der Gebärmutter nach oben tasten, bis den oberen Rand der Gebärmutter erreicht, also den höchsten Punkt, das ist ein Fundus uteri. Und anhand dessen kann man sehr, sehr gut feststellen, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist, somit auch wie groß das Kind in etwa ist, also das hat schon sicher gute 3 Kilo, ob es längs liegt, ob es schräg oder quer liegt und ob ich da oben zum Beispiel ein Köpfchen taste oder nicht, in dem Fall nicht. An der Spannung, wie gesagt, am Uterus kann ich auch in etwa die Fruchtwassermenge und die Kontraktionsbereitschaft feststellen. Hier haben Sie nochmal 2 Bilder in vivo von diesem ersten Leopoldschen Handgriff. Die Frau liegt,
Die Hebamme befindet sich quasi, greift, also sitzt neben der Frau auf einer Liege und greift quasi von unten, schaut ihr ins Gesicht, schaut von unten nach oben und greift sich quasi diesen Fundus Uteri und drückt ihn ein bisschen runter. Sie drückt nicht nur ganz symmetrisch, sondern auch ein bisschen asymmetrisch vielleicht. Und das wäre so ein Bild, wo man schon den Übergang zum zweiten Leopoldschen Handgriff sieht. Und das wäre dieser, wo ich von dem obersten Punkt der Gebärmutter mit meinen Händen nach den beiden Seiten mich bewege, nach links und nach rechts, um festzustellen, ich habe jetzt oben festgestellt, in dem Fall, ja, ich taste nicht ein Köpfchen, sondern einen Steiß, so wollen wir das eh gerne haben. Und was ich dann aber noch nicht weiß, ist, auf welcher Seite ist jetzt der Rücken des Kindes und wo sind quasi gegenüberliegend die kleineren Kindesteile, die Arme, die Beine, die Füßchen. Optik steht hier deswegen dabei, weil dort, wo der Rücken sich befindet, in dem Fall jetzt ist das auf der linken Seite der Mutter, dort, wo der Rücken sich befindet, ist der schwangeren Bauch, wenn man ihn ansieht, etwas mehr ausladend. Das heißt, wenn man von vorne eine Schwangere anschaut, beziehungsweise ihren Bauch betrachtet, dann ist er in den allerseltensten Fällen ganz symmetrisch schon und dort, wo der Rücken ist, ist ein bisschen mehr nach vorne ausgebeult sozusagen. Wenn ich so den Rücken und gleichzeitig die Extremitäten des Kindes umfasse, merke ich und ein bisschen so hin und her schiebe, merke ich auch, wie viel Platz ist da noch, wie viel Bewegungsspielraum hat das Kind noch. Ganz häufig bin ich dann auch konfrontiert mit irgendwie einem kleinen Fußkick oder Kniekick oder irgendeiner Form von Reaktion des Kindes. Natürlich, wenn dann, so wie hier in einem sehr späten Stadium der Schwangerschaft, dass die Gebärmuttermuskel von innen und von außen ein bisschen stimuliert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sich die Gebärmutter auch kontrahiert, was ja im Grunde gar nicht schlecht ist, weil dann wissen wir, aha, auch die Gebärmutter wäre schon wehenbereit und natürlich kann ich auch mit dem zweiten Handgriff nach Leopold die Fruchtwassermenge ein bisschen mit einschätzen. Hier haben Sie dazu auch noch in vivo Bilder, wo Sie das sehen. Also was Sie schon auch sehen ist, wir tun nicht über den Bauch streicheln, deswegen steht auch in der Leitlinie nicht, wenn es der Frau unangenehm ist. Das heißt, wenn eine Frau das ablehnt, könnte durchaus sein, dass sie schon mal als sehr unangenehm oder sehr fest erlebt hat. Das ist ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen ein Balanceakt zwischen fest genug und nicht zu fest, dass es unangenehm wird für die Schwangere. Aber wenn ich nicht ein bisschen hineindrücke mit meinen Handflächen, dann ist es mir halt auch nicht möglich, tatsächlich den Rücken zu erfassen. Hier wäre nochmal ein bisschen eine modifizierte Art des zweiten Leopoldschen Handgriffs, nämlich so, dass ich dann in weiterer Folge durchaus auch um zu verifizieren, was ich vermutet habe, nämlich hier ist der Rücken oder hier sind die Extremitäten des Kindes, kann ich mit meinen beiden Händen zuerst auf der einen Seite und dann auch auf der anderen Seite tasten, um festzustellen. Also, Leopoldscher Handgriff 1, ich taste mit dem oberen Rand den Fundus Uteri, um zu schauen, ob das Kind längs liegt und ob der Steiß oben ist. Leopoldscher Handgriff 2, ich gehe nach den Seiten und taste, auf welcher Seite der Mutter der kindliche Rücken sich befindet. Was ich hier Ihnen sagen will, ich habe da einfach nochmal, damit Sie das sehen, mit der Seite. Hier sieht man nämlich, auf der Skizze rechts sieht man auch ganz gut, dass das Kind eben nicht mit dem Köpfchen quasi längs im Becken liegt, sondern es stellt sich mit dem Köpfchen quer im Becken ein und deswegen muss der Rücken entweder auf der linken oder auf der rechten Seite sein. Wenn ich die Extremitäten erfassen will des Kindes, dann kann ich Ihnen sagen, dass im Grunde die Expertin dafür, wie das Kind liegt, die Mutter selbst ist. Und zwar deswegen, weil dort, Entschuldigung, wo die Beine und die Füße des Kindes sind, die Mutter in den meisten Fällen die deutlichsten, stärksten Kindesbewegungen, um nicht zu sagen, Tritte von entweder Fersen oder Knie spürt. Und wenn ich die Frau frage, wo sie es am stärksten spürt, das Kind, oder die stärksten Boxer spürt, dann ist das aller Wahrscheinlichkeit nach die Seite, wo
nicht der kindliche Rücken, sondern eben gegenüber die Extremitäten des Kindes sind. Deswegen haben die Leopoldschen Handgriffe schon auch den Aspekt, die Expertise der Mutter mit der Expertise der Hebamme zusammenzubringen und die Frau auch sehr, sehr häufig in dem zu bestätigen, was sie fühlt. Und wenn man häufiger Schwangerenvorsorge macht dann, und wenn die Frau schon weiß, dass jetzt die Leopoldschen Handgriffe kommen, sagt sie zum Beispiel, du, ich glaube, heute ist der Rücken auf der rechten Seite. Es hat sich so stark gedreht. Ich habe das Gefühl, das hat sich umgedreht in der Nacht oder so irgendwas. Also ganz, ganz häufig wissen die Frauen eigentlich, wie die Kinder liegen und wir können sie fragen und dann können wir unsere beiden Expertisen zusammenbringen. Ja, und dann gehen wir schon weiter. Das, was wir mit dem ersten Leopold Handgriff, nämlich ganz oben am Fundus Uteri getastet haben, das schauen wir jetzt mit dem dritten Leopoldschen Handgriff nochmal, ob das gestimmt hat. Also wir hatten die Längslage, VKT ist die Abkürzung für den vorangehenden Kindesteil, den ich immer habe, wenn ich eine Längslage habe. Das heißt, wenn ich bei dieser Längslage, die ich vorhin getastet habe, oben gemeint habe, einen Steiß zu tasten, dann müsste ja natürlich unten das Köpfchen zu tasten sein. Und das ist etwas, was ich mit dem dritten Handgriff nach Leopold ertasten kann. Und zwar stellt sich beim dritten Leopoldschen Handgriff wirklich die Hauptfrage, wenn ich einen vorliegenden Kindesteil taste, ist es nun das Köpfchen oder ist es der Steiß? Und ich nehme praktisch, hier sieht es auf der Zeichnung sieht es ganz einfach aus, es ist auch in Wirklichkeit nicht so schwer, ich umfasse mit meinem Daumen und mit meinem Zeigefinger ganz, ganz unten in der Gebärmutter diese Rundung, die ich fühle, die jetzt im Prinzip entweder vom Köpfchen oder vom Steiß sein kann und gebe mit meinem Daumen ein bisschen einen Impuls auf das Köpfchen. Und wenn sich das Köpfchen stark bewegt, also wenn sich der Teil, den ich taste, stark bewegt, dann kann ich davon ausgehen, dass das das Köpfchen ist. Und das Zweite, was ich dann noch mache, ist zu schauen, wenn es ein Köpfchen ist, wie hoch das Köpfchen über dem Beckeneingang tastbar ist. So sieht das in der Realität aus. Was Sie auf dem rechten Bild sehen, ist, dass man da auch ganz gut nach oben hin nochmal einen Widerstand geben kann, um das genauer zu erfassen. Dann kommt schon der letzte Leopoldsche Handgriff, den ich heute zeigen möchte. Und da geht es dann nur mehr tatsächlich darum, und das gehe ich jetzt gar nicht mehr so genau ein, wirklich festzustellen, diese Frage, passt das Köpfchen durch das Becken, tritt das Kind während des Geburtsprozesses tiefer, was es sein soll, wie hoch ist zu, den kann man gut auch unter der Geburt machen, diesen Leopoldschen Handgriff, wie hoch ist das Köpfchen zu Geburtsbeginn und wie sehr schaffen die Wehen es einfach, das Köpfchen tiefer treten zu lassen. Wie Sie da sehen, ist es so, dass hier die Position der Hebamme eine andere ist. Da schaut sie nämlich in dieselbe Richtung wie die Mutter, nämlich von oben nach unten und versucht da noch einmal quasi das Becken entlang oder dann quasi das Köpfchen entlang festzustellen, wie hoch das Köpfchen noch ist, beziehungsweise wie tief es schon im Becken ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch Grenzen. Es gibt Sachen, die kann ich mit den Leopoldschen Handgriffen definitiv nicht erfassen. Einerseits gibt es Grenzen, die an den eigenen Skills hängen. Wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dann kann man gerade zum Beispiel Gewicht oder Fruchtwassermengen nicht so toll erfassen. So, jetzt ist meine Stimme schon ein bisschen. Dann ist es natürlich so, dass, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn der Uterus sehr, sehr schnell beginnt, sich zu kontrahieren, dann kann ich auch nicht mehr so gut tasten, was sich da drinnen befindet. Auch wenn die Plazenta an der Vorderwand haftet, ist es nicht so leicht. Und wenn die Frau so eine sehr, sehr, sehr starke, runde Frau ist, kann es durchaus auch sein, dass ich kaum etwas taste. Wenn die Frau sehr, sehr, sehr viel Fruchtwasser hat, ebenfalls. Und was ich sowieso nicht tasten kann, ist, wo eine Plazenta lokalisiert ist. Also ich kann ein Köpfchen, ich kann einen Steiß, aber eine Plazenta kann ich nicht lokalisieren. Und wenn die Frau mit Zwillingen schwanger ist, ist auch das nicht möglich mit den Leopoldschen Handgriffen, da die Details zu erfassen. Und die Alternative, die wir vorher schon genannt haben zu den Leopoldschen Handgriffen oder auch die sehr sinnvolle Ergänzung zu den Leopoldschen Handgriffen, wäre der Ultraschall.
So, ich bin fertig. Ich freue mich auf Ihre Fragen und beende mal meine Präsentation.